Die Puriton auf dem Nexus 4 werde ich euch jetzt in dem kleinen, ja, Review zeigen. Ja, die Puriton ist auf der Basis von 4.3 wirklich, wirklich schnell und ja, fangen wir auch gleich mal an, uns sie anzugucken. Ja, kommen wir zum Lockscreen, der ist natürlich normal wie die anderen Sachen von 4.3. Ja, gucken wir uns das Ganze mal an. Und hier sehen wir die ROM. Man sieht, sie läuft sehr, sehr gut. Was auch als erstes ins Auge springt, das sind nur die Seiten-Apps. Mehr gibt es nicht. Ich habe auch die Jelly Bean-Apps geflasht, also die G-Apps geflasht. Und ja, wie gesagt, mehr gibt es nicht. Also sehr, sehr, ja, speichersparend. Ja, in den Einstellungen gibt es jetzt Purit-Einstellungen. Wir haben ja einmal Dark UI. Jetzt haben wir sie wieder hell. Und einmal System, also hier Dark UI an. Können wir auf System. Dann gucken wir uns einmal hier die Soft Keys an. Gehen wir zum Beispiel auf Colors and Glow. Jetzt können wir die zum Beispiel lila machen oder blau. Ziemlich schnell, ohne dass wir irgendwas restarten müssen. Und auch wenn wir jetzt zum Beispiel auf Zurückklicken, haben wir jetzt einen weißen Button, sage ich jetzt mal. Den können wir jetzt natürlich zum Beispiel in grün ändern. Dann haben wir hier einen grünen Button. Ist sehr, sehr gut gemacht, also läuft auch sehr, sehr gut. Und ja. Ihr müsst euch noch die Wallpaper Packs, wenn ihr wollt, runterladen. Hier sind zum Beispiel nur Live Wallpaper, die normalen. Sunbeam ist jetzt nachinstalliert. Hintergründe, die normalen Jelly Bean Wallpaper. Und einmal Galerie von euren Bildern. Jo, die ROM ist auf 4.3, wie gesagt. Zum Beispiel runter und hier haben wir 4.3 Jelly Bean. Und die Jelly Beans hier, man kann jetzt hier ein bisschen auch rumspielen. Und ja. Wenn wir das ganze Gerät ausschalten wollen, haben wir einmal Ausschalten oder Reboot. In Reboot können wir dann ins Recovery oder Bootloader. Können wir mal machen, zum Beispiel ins Recovery. Man sieht, es wird ziemlich schnell gehen. Die ROM fährt auch ziemlich flott runter. Und ja. So, runtergefahren. Vibriert. Google, man sieht jetzt den Unlocker. Und willkommen im Recovery. Jo, die Boot-Animation sieht auch ganz nice aus. Haben wir hier die Spirit Boot-Animation. Sehr, sehr schön gemacht. Und ja, läuft ziemlich flüssig, keine Hakler, nix. Und ja, Hochfahrt tut das Handy auch sehr, sehr schnell. Na, und da ist es. Der Lockscreen ist natürlich wie gehabt, Kamera, Uhr und jetzt können wir hier irgendwelche Sachen hinzufügen, die wir wollen. Google Now haben wir natürlich auch, funktioniert natürlich auch ohne Bugs. Task Manager haben wir. Und gehen wir mal in die Einstellungen, Apps und dann gucken wir mal auf den Speicher. Und ich hoffe mal, man kann es gut erkennen. Ich ziehe jetzt mal die Bildschirmhelligkeit ein bisschen runter. Na, Stecher. Ja, 490 Megabyte sind belegt von 16 GB. Jetzt hat es scharf gestellt. Na, Halleluja. So, aktiv haben wir jetzt 350 Megabyte RAM. Und hier haben wir nochmal alles. Und ja, das war's. Wenn euch das Video gefallen hat, like, kommentiert, abonniert meinen Kanal und das Video. Liked unsere Facebook-Seite. Und wir sehen uns in den nächsten Videos.